wir feiern diesen Gottesdienst, diesen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst, ich sage immer in der ökumenischen Friedenskirche zum Heiligen Kreuz. Die ökumenische Friedenskirche zum Heiligen Kreuz, das ist doch ein wundervoller Titel, einmalig auf der Welt. Ein Geschenk, das wir miteinander feiern heute am Erscheinungstag, im Fest der heiligen drei Könige. Und wir feiern auch diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Wir singen vom Lied Nummer 70 im evangelischen Gesangbuch und 357 im Gotteslob, jeweils die Strophen 1 bis 4.
Liebe Schwestern und Brüder, Karl Rahner sagt zu Weihnachten: Die Nacht ist hell. Gott hat sich ein Fest bereitet, das es in seinem Himmel nicht gab, denn er ist Mensch geworden. Das Kommen Gottes in diese Welt, davon bin ich überzeugt, hat viel auch mit uns zu tun. Mit dem, was damals in Bethlehem geschah und heute am Epiphaniastag ist ja sozusagen alles komplett, sind sie ja da, auch die, die den weitesten Weg haben. Was damals geschah, damit erklärt Gott seinen Anspruch auch auf mein und auf dein Leben. Uns gilt der Zuspruch: In Jesus Christus vergeht die Finsternis und das wahre Licht scheint jetzt. Wie gesagt, nicht nur die Magier aus dem Land des Sonnenaufgangs haben sich auf den Weg gemacht, sind gekommen, um Jesus zu feiern, ihn anzubeten. Auch wir haben uns miteinander aufgemacht, sind gekommen. Zugleich lassen Sie, liebe Schwestern und Brüder, auch vieles zurück. An lebendigen Erinnerungen, an viele segensreiche Erfahrungen, an besondere Erlebnisse, vieles, was ihnen lieb, wert und teuer ist. Uns allen stellt sich die Frage: Was kommt? Wie geht es weiter? Ich lade uns miteinander ein, vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Das ist das letzte Lied, das 1990 in unser evangelisches Gesangbuch hineinkam. Ein Lied aus der Wendezeit, aus der ehemaligen DDR. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Miteinander und füreinander. Und das alles mit dem Jahresspruch gesagt in Liebe. Darum, liebe Geschwister, herzlich willkommen. Beten wir miteinander den Tagespsalm, der uns hier auch verbindet, den Psalm 72. Und auf die Einladung, wir loben, singen wir aus dem Gotteslob die Nummer 260. Werde Licht, Jerusalem, Halleluja, dein Licht ist uns erschienen. Halleluja. Gott gibt dein Gericht dem König. Und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Wir loben. Werde Licht Jerusalem, Halleluja. Dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. Die Könige von Tarschisch und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige von Saba und Sheba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Wir loben. Werde Licht Jerusalem, Halleluja. Dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und Schwachen, und den Ärmsten wird er helfen. Wir loben. Werde Licht Jerusalem, Halleluja. Dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. Du
Durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen. Gelobt sei Gott der Herr, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Wir loben: Werde Licht Jerusalem, Alleluia. Dein Licht ist uns erschienen, Alleluia. So kommen auch wir und beten den dreieinigen Gott an. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Lasst uns beten. Gott, du heller Morgenstern, es ist oft dunkel und kalt in dieser Welt und in uns. In der Geburt deines Sohnes Jesus ist inmitten der Nacht der neue und helle Tag angebrochen. Gott, du Aufgang aus der Höhe, mach es hell und warm in uns durch dein gutes Wort und deinen Heiligen Geist. Gott, du Sonne der Gerechtigkeit, schenke uns Klarheit und Wahrheit, lichte unser Leben und mach uns zu Kindern des Lichts, leuchte uns auf unseren Wegen. Gott, du Licht der Welt und allen Lebens, scheine in unsere Herzen, dass wir zu dir finden, aus Angst und Abwehr, Sünde und Sorge. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Und Jesus Christus verspricht uns: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Darum lob singt Gott mit den Engeln in der Weihnacht und betet seinen heiligen Namen an, wie es schon die Weisen taten, voller Staunen, Lob und Dank. Lasst uns beten. Treuer Gott, du hast die Weisen aus dem Land des Sonnenaufgangs durch den hellen Schein des Sterns zur Krippe geführt und ihnen deinen Sohn Jesus offenbart. Auch wir sind zu dir gekommen, mit vielen Gedanken, die wir uns machen, mit gemischten Gefühlen, mit unserer Sehnsucht, mit Herz und Schmerz, Freude und Leid, Lob und Dank, vielleicht auch mit Ärger, Wut und Enttäuschung. Wir kommen zu dir mit
unseren Fragen und Zweifeln, mit unserer Unruhe, Müdigkeit, Unsicherheit. Wir kommen zu dir mit unserem Glauben, unserer Liebe und Hoffnung, mit dem, was uns traurig und betroffen macht, mit dem, was uns tröstet, ermutigt und verbindet. Wir kommen zu dir, denn du hast unser Leben und unsere Zeit in deinen guten Händen. Auch mit dem Unbegreiflichen sind wir und unsere Gemeinden gut aufgehoben bei dir. Wir kommen zu dir. Tröste uns, die wir traurig sind. Stärke uns, wo wir schwach sind. Begeistere uns, wo wir mutlos sind. Wir kommen zu dir. Ja, erfülle die ganze Erde mit deinem Glanz und Geist, damit wir deine Herrlichkeit erfahren, dich anbeten und dir nachfolgen. Darum bitten wir dich im Heiligen Geist durch Christus, unseren Herrn. Singen wir miteinander, machen wir uns auf den Weg. Stern über Bethlehem. Im Gesangbuch 542, zunächst die Strophe 1, im Gotteslob die Nummer 261. Die Finsternis bedeckt mich. Scheint Gottes Licht auch in meine Nacht? Hören wir auf Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja nach der Einheitsübersetzung, Kapitel 60. Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. Doch über dir geht strahlend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Erhebe deine Augen ringsum und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf der Hüfte sicher getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird erbeben und sich weiten. Denn die Fülle des Meeres wendet sich dir zu, der Reichtum der Nationen kommt zu dir. Eine Menge von Kamelen bedeckt dich, Hengste aus Midian und Eva. Aus Saba kommen sie alle, Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden die Ruhmestaten des Herrn. Ich mache mich auf, werde Licht, denn Gottes Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über mir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über mir geht auf Gott, der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über uns. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen. Singen wir vom angefangenen Lied nun die Strophen 2 und 3. Bethlehem, nun bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder geschehen.
Kaum eine biblische Erzählung hat so sehr die Fantasie, das Nachdenken und Forschen angeregt, wie die Erzählung von den Magiern aus dem Land des Sonnenaufgangs, so wörtlich im Evangelium. Hören wir daher nun am Epiphaniasfest, dem Tag der heiligen drei Könige, eben diesen Bericht nach dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 2. Als Jesus in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes zur Welt gekommen war, da kamen Magier aus dem Land des Sonnenaufgangs nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um die Ehre zu erweisen. Als der König Herodes davon hörte, geriet er in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Und er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Darauf rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und wollte von ihnen genau erfahren, wann der Stern erschienen sei. Und er schickte sie nach Bethlehem mit den Worten: Geht und forscht nach dem Kind. Sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich hingehen und ihm huldigen kann. Auf das Wort des Königs hin machten sie sich auf den Weg, und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, überkam sie große Freude. Und sie gingen ins Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und beteten ihn an, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil aber ein Traum sie angewiesen hatte, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim, in ihr Land. Lobt den Herrn, all ihr Völker, preist ihn, alle Nationen. Ja, selig sind, die Gottes Worte hören und mit Freude weitererzählen. Halleluja. Lasst uns in der Gemeinschaft der weltweiten Christenheit nun miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Singen wir miteinander vor der Predigt Evangelisches Gesangbuch 37, die Strophen 1 bis 4. Ich stehe an deiner Krippe hier und im Gotteslob 256. 256.
Lieber Pfarrer Brück, liebe ökumenische Gemeinde unserer Friedenskirche zum Heiligen Kreuz, das fand ich einen sehr schönen Namen, Pfarrer Brück, und das ist ein wunderschöner Aufschlag. Ich stehe hier nicht ganz ohne Rührung, weil ich es einen wunderschönen Tag finde, voller Dankbarkeit, dass wir die katholische Gemeinde, ja, bei Ihnen, bei euch, nur neue Heimat finden dürfen und damit ein wunderschönes ökumenisches Projekt beginnt, man kann sagen, als Leuchtturm hier für unseren Dillkreis, als Leuchtturm auch für viele andere Orte in unserer großen katholischen Pfarrei, die ja eben so groß ist wie das ganze evangelische Dekanat und von Eversbach bis nach Sinn und hier von Hirzenhain bis nach Driedorf und Breitscheid reicht. Und es ist schön, dass wir gerade heute das am Fest Epiphanie feiern dürfen und mal einen Blick auf die heiligen drei Könige werfen dürfen. Sie sind nicht nur nachher auch bei uns, sondern ich glaube, dass wir uns heute für diesen Tag auch ganz viel sagen. Da gibt es einmal den Kaspar und der Volksglauben hat aus ihm einen Menschen aus Afrika gemacht, der die Myrrhe mitbringt. Myrrhe, das steht ja bei Jesus auch für das Leiden, den Tod, aber letztlich auch die Auferstehung. Wenn wir die Geschichte der Menschen in Hirzenhain, auch der Menschen vor uns, der Eltern, der Großeltern reinschauen, dann ist doch ganz viel, wo gelitten worden ist. Die katholischen Christen, die vertrieben worden sind, die in Hirzenhain neue Heimat gefunden haben, die die Kirche aufgebaut und lange instand gesetzt hatten und nach dem Leiden des Krieges hier gezeigt haben, hier gehören wir nun her, hier setzen wir all unsere Kraft ein, hier setzen wir all unseren Glauben ein und haben diese Kirche und sind damit ein gutes, ein strahlendes Glaubenszeugnis. Späteren Zeiten vielleicht auch das Leiden, dass wir weniger geworden sind, dass die Kirche nun andere, neue Wege geht und das Leiden, was auch ganz zu Recht auch ein Abschied bedeutet. Vor zwei Tagen hatten wir den vorerst letzten Gottesdienst in der katholischen Kirche gefeiert. Und gleichzeitig wissen wir auch im Leiden Jesu, Jesus war nie verlassen vom Vater. Es ging immer durch das Leiden hin zur Auferstehung. Alles hatte einen tieferen Sinn. Jetzt gucken wir mal auf den Melchior, den der Volksglaube zu einem Europäer gemacht hat und der das Gold mitgebracht hat. Hier ist, können wir mal schauen, die Schönheit unseres Glaubens. Wir haben es ja eben schon gehört vom leuchtenden Stern, von der Freude, vom Licht, werde Licht Jerusalem, Halleluja. Wie wichtig ist es, dass wir als Christen ökumenisch nun vereint die Freude unseres Glaubens, unserer gemeinsamen Taufe, unseres gemeinsamen Gottes und die Größe und Schönheit dieses Glaubens nun gemeinsam den Menschen verkünden. Ich will, dass es nicht nur pragmatisch, dass es nicht mehr anders geht, sondern das finde ich auch prophetisch und sehr hilfreich. Wir können dafür sorgen, dass wenn nicht zwei Kirchen, doch eine Kirche im Dorf bleibt. Und wir können in einer Zeit, die an anderen Stellen, wo Menschen an anderen Stellen immer mehr auseinandergehen und sich vielleicht zurückziehen in ihre eigene Bubble, ihre eigene Blase, wo das Verständnis immer weniger wird in vielen Bereichen und mehr Menschen nicht wissen, wie es weitergeht. In diesen Zeiten können wir als Christen der beiden Konfessionen ein wunderbares Zeichen der Einheit senden. Und das ist, glaube ich, wirklich ein sehr prophetisches Zeichen für diese Zeit und die kommenden Jahre. Denn so, und ich meine, nur so haben wir eine Zukunft, eine gute Zukunft, eine Zukunft, wie Jesus sie, glaube ich, wünschen würde. Das Gold steht auch für die Perle, wie ich finde, die Perle dieses wunderschönen Reiches Gottes und das lässt sich in unserem Herzen finden. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Da wohnt Gott schon, wenn wir ihn hineinlassen und miteinander und voneinander lernen und unseren schönen Glaubensweg hier in Hirzenhain, aber ausstrahlend dann auch für die Umgebung weitergehen. Und schließlich der Weihrauch. Wir werden nachher noch ein bisschen Weihrauch riechen dürfen. Ich weiß, Maria hat Weihrauch dabei. Das gucken wir mal. Das wird, glaube ich, auch sehr schön werden. Aber da geht es einmal um Geruch, aber auch um die Freude. Es wird ja dem Balthasar zugeschrieben, der für den Kontinent Asien steht.
so fügen die Heiligen Drei Könige verschiedene Kontinente und verschiedene Traditionen zusammen und spüren, bei Gott sind wir viele, viele, viele unterschiedliche Menschen, aber jeder und jedes in seiner Unterschiedlichkeit in der Liebe verbunden, gewollt und geliebt. Ein prophetisches Zeichen auch für eine offene und dynamische Kirche schon von Anfang an. Alle Menschen, egal aus welchem Kontinent sie kommen, gleichermaßen von Gott geliebt. Und bei Gott kommen sie zusammen in, ja, einmal als Magier, also als Menschen, die auch die Zeichen der Zeit lesen können, die auch die geistige Welt beherrschen, aber als vernunftbegabte Menschen, die dem Stern vorhanden sind, gefolgt sind, da kommen quasi Glaube, Hoffnung und Vernunft zusammen. Weihrauch steht auch für eine Neuschöpfung, darum, dass wir, wo wir die Zeichen der Zeit verstanden haben, nun gemeinsam hier in diesem wunderschönen Gebäude und auch vielmehr vereint, ja, ein Zeichen setzen können, was hoffentlich die Welt auch ein bisschen verzaubern wird, wie Gott auch unser Herz verzaubert. Ich bin auch, habe vorhin schon gesagt, persönlich auch bewegt, als ich in den Landil-Kreis kam, das ist jetzt auch schon 11,5 Jahre her, zunächst mal nach Wetzlar als Kaplan, da habe ich diese gemeinsamen Gemeinden erlebt. Da war die katholische Gemeinde in Wetzlar-Gabenheim und in Wetzlar-Hermannstein selbstverständlich einmal die Woche zur Heiligen Messe in der evangelischen Kirche vor Ort zu Gast. Ein wunderschönes ökumenisches Zeichen. Leider haben sich die Gemeinden dort mittlerweile aufgelöst. Auch da gab es Überalterung, aber ich habe es als wunderschönes Zeichen kennengelernt. Natürlich, selbstverständlich, die echte Simultankirche dann im Wetzlarer Dom, wo ich mit großer Freude war und wirklich in wunderschöner Weise auch Ökumene habe, ja, auch neu kennenlernen dürfen. Aus meiner Heimat kenne ich es ohnehin schon. Und wir sind in meiner Heimat im Vordertaunus ökumenisch ganz gut aufgestellt, weil wir in etwa genauso viel katholische wie evangelische Christen sind. Der war für mich Ökumene und die Partnerschaft der Kirchen ohnehin von klein auf vertraut und selbstverständlich. Jetzt können wir auch von diesem guten Geist heute ganz viel mitnehmen. Und so wünsche ich uns das als Start, dass alles, was als Glaubenszeugnis Generationen, die letzten Generationen überliefert haben, dass ich das nun vollende, dass wir gemeinsam Gottes guten Geist hier finden dürfen und als Leuchte und Projekt ausstrahlen dürfen, dass wir vereint als getaufte Christen unter einem Herrn unseren schönen christlichen Glauben noch viele Generationen weitertragen dürfen. Dafür Ihnen, lieber Pfarrer Brück, den Damen und Herren des Kirchenvorstands und der Gemeinde, die uns trägt, herzlichen Dank. Möge Gott uns auf unserem Weg segnen und so dürfen wir nun, glaube ich, in das schöne neue Lied vertraut den neuen Wegen einstimmen. Amen.
Wir beten miteinander und füreinander. Gotteslob 263 als Antwortgesang. Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frieden. Treuer Gott in Jesus Christus, lieber heilender, helfender himmlischer Vater, du hast die Weisen aus dem Morgenland durch den hellen Schein des Sterns und dein gutes Wort den Weg zur Krippe geführt und ihnen Jesus, deinen Sohn, offenbart. Und so bitten wir dich für alle Menschen, die sich in ihrem Leben nach Licht sehnen. Wir singen. Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frieden. Wir bitten dich für deine Christenheit in aller Welt. Leite und gedenke deiner Gemeinde, die du dir erworben hast. Sende die Boten des Heils in alle Welt und kehre die Herzen der Menschen zu dir. Breite deine Güte aus über die, die dir vertrauen, und deine Gnade über jene, die dich nicht kennen. Rechne den Widersachern und Verfolgern deiner Gläubigen ihre Sünde nicht an. Wir singen. Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frieden. Wir bitten dich für alle, die uns leiten und lehren. Wir bitten dich für unser Volk. Gib den Regierenden Erkenntnis, dass sie mit Weisheit ihre Verantwortung wahrnehmen. Wir bitten dich um Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden für die ganze friedlose Welt, um die Bewahrung deiner guten Schöpfung und die Fruchtbarkeit der Erde. Wir singen. Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frieden. Wir bitten dich für alle, die mit uns zusammenleben, die Freizeit und Arbeit mit uns teilen, auch in unseren Gemeinden miteinander unterwegs sind. Wir bitten dich für die Einsamen und Verlassenen, die Angefochtenen und Verirrten, die Kranken und Gefangenen, die Verfolgten, Vertriebenen, die Flüchtenden, die Traurigen und die Sterbenden. Wir singen. Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frieden. Dreieinige Herr und Gott, in der Stille können wir dir sagen, wer oder was uns ganz persönlich auf dem Herzen liegt. Wir fassen unsere Anliegen zusammen mit den Worten, die du, Herr Jesus, uns geschenkt hast und stehen dazu so weit als möglich auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
einiges anzusagen. Die Gottesdienste in der nächsten Zeit finden Sie gut aufgeschrieben, da wo Sie sie finden. Genau. Ja, und die Weihnachtsbäume, ach, schade, die müssen schon wieder raus, dürfen raus. Am kommenden Samstag in Simmersbach und auch in Herzenhain. Die CVM-Jungscharen freuen sich, wenn sie ihre Bäume zur Verfügung stellen und ihnen eine kleine Spende dann geben. Wir haben Neujahrsempfänge in unserer evangelischen Gemeinde, unseren Gemeinden. Bitte melden Sie sich noch an. Es gibt was Herzhaftes aus Lixfeld, habe ich gehört. Und auch gleich gibt es was Schönes, Gutes. Bleiben Sie hier, feiern Sie noch ein bisschen mit. Es gibt Tee, es gibt Gebäck, es gibt was Herzhaftes. Seien Sie unsere gemeinsamen Gäste. Ein Team aus allen Gemeinden hat etwas vorbereitet. Danke, lieber Bruder Fahl, für die ermutigende Predigt. Wir gehören irgendwie zusammen, oder? Wir verstehen uns wirklich sehr gut. Ich denke auch an die Beisetzung von Regina Groth-Bramel, Eberhard Hoppe und Sie beide. Es ist einfach eine gute Ökumene, die wir hier miteinander erleben dürfen. Ja, Hilda, dir liegt was am Herzen. Jetzt darfst du. Abschied und Neubeginn fiel mir ein, als ich mir Gedanken gemacht habe. Und ich möchte nur kurz was zusammenfassen, was uns in unserer Kirche so durch viele Jahre begleitet hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen im Sommer 1946 etwa 300 Vertriebene aus verschiedenen Orten des Sudetenlandes, die meisten aus dem Egerland, nach Herzenhain. Sie waren überwiegend katholisch und kamen nun in eine protestantisch geprägte Gegend. Hier mussten sie einen Neuanfang wagen. Dabei war es ihnen wichtig, im Glauben wieder eine Gemeinschaft zu finden und miteinander Gottesdienst feiern zu können. Bereits 1946, also noch in diesem Jahr, wurde ihnen von der evangelischen Kirchengemeinde angeboten, ihre Kirche für Gottesdienste zu nutzen. Dieses Zeichen der christlichen Nächstenliebe wurde dankbar angenommen. So ergab sich eine Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und für den Beginn eines guten ökumenischen Miteinanders. 15 Jahre wurden katholische Gottesdienste in der evangelischen Kirche in Herzenhain-Ort gefeiert. Die Zahl der Gottesdienstbesucher war zahlreich, der Zusammenhalt untereinander groß. Und so wuchs in diesen Jahren der Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus. Dieser begann 1959 Wirklichkeit zu werden. Am 16. Oktober 1960 war die Grundsteinlegung, am 24. November desselben Jahres Richtfest und im nächsten Jahr, am 28. Mai, wurde die Kirche durch Domdekan Prälat Löhr feierlich eingeweiht. Die Kirche erhielt den Namen zum Heiligen Kreuz. Der Bau der Kirche wurde nur durch große finanzielle Spendenbereitschaft der Gemeindemitglieder und deren tatkräftigen Einsatz bei anfallenden Arbeiten ermöglicht. Jetzt in die heutige Zeit. Im letzten Jahr lebten in den beiden Ortsteilen 181 Katholiken, von denen ein fester Stamm aktiv am Gemeindeleben teilnimmt. Das Jahr 2006 brachte einschneidende Veränderungen. Vom Bistum wurden drastische Sparmaßnahmen angekündigt, in deren Folge die finanzielle Unterstützung der Filialkirchen eingestellt wurde. Es drohte in kürzerer Zeit die Schließung der Kirche. Die Erinnerungen an die Bedingungen der schweren Zeit,
an die finanziellen Opfer und den Einsatz der Eltern und Großeltern der jetzigen Gemeindemitglieder beim Bau der Kirche verpflichtete uns, dies nicht zuzulassen. Daher wurde im Januar 2007 der Förderverein zum Erhalt der Kirche gegründet. Durch regelmäßige Spenden, Veranstaltungen und tatkräftige Hilfe bei anstehenden Arbeiten gelang es den Gemeindemitgliedern nun schon seit fast 17 Jahren, die Kirche zu erhalten. Und dabei zeigte sich immer wieder eine große Solidarität der evangelischen Mitchristen im ökumenischen Miteinander. Wir denken nur an die gemeinsamen Feste, Sommerfest, Adventscafé, die doch von allen gut besucht waren und die uns allen viel gegeben und Freude gemacht haben. Nun, mit Ende des Jahres 2023, stehen wir an einer traurigen Entscheidung. Als Folge der immer größeren Sparmaßnahmen und auch der immer weniger werdenden Kirchenbesucher wird unsere Kirche geschlossen, wie auch andere Kirchen im Bistum. Aber in dieser Zeit mit der Wehmut und Trauer, und das gibt es bei uns allen, glaube ich, können wir wieder, wie so oft auf unserem Weg, eine Fügung Gottes erkennen. Und der Kreis schließt sich. Wie vor 78 Jahren bieten uns die evangelischen Christen wieder an, in ihrer Kirche Gottesdienst zu feiern. Wieder eine Geste der Nächstenliebe im guten ökumenischen Miteinander, das sich in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt hat. Und dafür möchte ich im Namen aller katholischen Gemeindemitglieder von Herzen danken. Danke auch, dass wir unseren neuen Weg hier in der Kirche gemeinsam mit diesem Gottesdienst beginnen konnten. Zum Schluss des letzten Gottesdienstes am Donnerstag in unserer Kirche sangen wir: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Mit diesen Gedanken lasst uns den Weg gemeinsam in die Zukunft gehen. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Genau, so geht's weiter. Ja, und das wissen wir ja auch alle, was ich damit meinte. Genau. Ich hätte nur noch mehr Schaden. Bleib mal stehen. Aber was der Heilige Vater in Rom hat, das bekommst du jetzt auch, nämlich die Schlüsselgewalt. Oh. Ich überreiche dir die Schlüssel der evangelischen Friedenskirche bzw. der ökumenischen Friedenskirche zum Heiligen Kreuz. Dankeschön, ich werde Ihnen den Schlüssel gut drauf aufpassen und ich denke oft mit ihm die Türen aufschließen. Ja. Gut, herzlichen Dank. Ich habe Sie zwar noch nicht gesehen, aber ich rieche Sie schon, trotz meines Schnupfens. Wollen wir Sie reinlassen, die heilige Dreikönigin? Also ich war ganz handzahm. Frag mal meinen Mann, der kann dir erzählen, dass ich daheim noch großzügiger mit bin. Ja, am 6. Dezember ist es schon seit vielen, vielen Jahren bei uns in der katholischen Kirche Brauch, dass die Sternsinger, bitte? Januar, nicht Dezember, Januar. Habe ich? Da hat meine Tochter Geburtstag. Ich meine natürlich den 6. Januar. Ja, dass Sternsinger von Haus zu Haus geht, eben verkleidet als diese drei Könige.
und den Segen fürs neue Jahr zu den Menschen in die Häuser bringen. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man sagt, wir beschließen das Jahr unter Gottes Segen, aber wir beginnen auch das neue Jahr unter Gottes Segen. Und die Sternsinger schreiben dann normalerweise auch einen Spruch an die Haustür, C plus M plus B, das heißt mit 20 davor und am Schluss dann die 24, denn wir sind ja schon in 24. Und es heißt nicht, wie wenn ich Kinder in der Schule frage, dann sagen die, es heißt Kasper mit C geschrieben, Melchior und Balthasar. Aber dann mache ich immer mit denen einen kleinen Schnellkurs in Latein und sage ihnen, das ist eine Abkürzung für einen lateinischen Satz, Christus mansionem benedicat. Und das heißt einfach, Christus möge dieses Haus segnen. Also auch im Jahr 2024. Ja, und in Ermangelung von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren durfte ich das denn hier in Herzenhain immer machen. Ich weiß jetzt gar nicht, mache ich das jetzt 3 oder 4 Jahre? Das müsste die Hilda wissen. Und ich mache das in Herzenhain immer sehr gerne. Ich habe dann eine Liste und ich glaube, es sind immer so 12 Familien, die ich besuche. Und ich bin dann immer so circa 4, 4,5 Stunden unterwegs. Das liegt nicht daran, dass der Weg so weit ist, sondern weil jeder immer sagt, ach, das ist schön, jetzt komm doch rein, magst du noch einen Kaffee oder magst du noch einen Tee? Also wenn ich den ganzen Kaffee in den letzten Jahren in jedem Haus getrunken hätte, hätte ich bestimmt nachmittags einen Herzkasper gehabt. Ja, aber ich finde es schön und auch gerade, dass man am Anfang des Jahres einfach auch nochmal zu den Menschen geht und auch mit ihnen nochmal reden kann und ihnen auch nochmal ganz persönlich Gottes Segen für das neue Jahr wünscht. Aber die Sternsinger, die bringen nicht nur den Segen, sondern sie sammeln halt auch Geld für andere Kinder und Jugendliche in der Welt. Und in diesem Jahr ist es so, dass der Erlös der Sternsinger-Aktion für Amazonien bestimmt ist. Sie alle wissen, der Regenwald wird immer fleißig weiter abgeholzt. Die Menschen dort sind mittlerweile auch gefährdet. Und der Erlös dieser Aktion in diesem Jahr soll eben den Kindern dort zugutekommen. Das wechselt jedes Jahr, es ist manchmal Südamerika, dann ist es halt auch mal Kinder in Asien, das ist unterschiedlich. Und dort gibt es Projekte, die dann einfach mit diesen Geldern unterstützt werden. Ja, und ich lade Sie ein gleich, ich gebe eine Tasche rum, da sind so kleine Tütchen drin. Da ist zum einen, wir sind nämlich etwas fortschrittlicher geworden, weil bei manchen Türen ist das mit der Kreide so schwierig zu schreiben. Deshalb haben wir jetzt Aufkleber, also das heißt, wir können das dann an die Tür kleben. Dann ist auch nochmal eine Info darin über dieses Projekt, was dieses Jahr besonders gefördert und unterstützt wird. Und wem das sehr gut gefällt, da sind auch nochmal kleine Weihrauchhütchen drin. Also Sie können gerne zu Hause noch eine Fortsetzung dann eben schaffen. Ja, und so wünsche ich Ihnen für dieses Jahr Gottes Macht, halte dich aufrecht. Gottes Weisheit, leite dich. Gottes Auge schaue auf dich, Gottes Wort spreche für dich, Gottes Hand bewahre dich gegen alle Fallstricke des Bösen, gegen die Versuchungen des Geistes und des Leibes und gegen alle, die dir schaden wollen. Amen. Ja, lieber Maria, vielen Dank. Du wolltest ja eine Dose mitbringen. Ja. Ich denke, wir machen das einfacher. Wir haben 2 Dosen am Ausgang. Die Kollekte ist für die Sternsinger bestimmt. Ich denke, das ist unser aller Namen. Wir wollen die Menschen, gerade in Amazonien, großzügig unterstützen. Und den Erich nimmst du mit nach draußen. Ja, das nehme ich jetzt mit nach draußen. Okay, prima. Vielen Dank. Ich wollte selber hier in der Säule von genau. Und wir singen die letzte Strophe vom Lied. Stern über Bethlehem, 542. Ganz herzlichen Dank.
bevor ich nun gleich den Segen spenden darf, möchte ich mal allen, die da beteiligt waren, mal ganz, ganz lieb danken, dass wir heute schon zu Gast sein durften, diesen wunderschönen Gottesdienst erleben durften. Vielen Dank, Pfarrer Brück, vielen Dank dem Kirchenvorstand und allen Frauen und Männern, die das möglich gemacht haben, von ganzem Herzen. Ich fand es eben witzig, der Erich postet ja gelegentlich was auf Facebook. Du weißt, was du heute Abend machen kannst. Die erste ökumenischerweise Päpstin in Hirzenhain, Hildehain, ja, Schlüsselgewalt und so weiter, ne? Das war doch gut, ja. Aber das habe ich nie gesagt. Mal gucken, was Erich draus macht. Wollen wir nun auf durchaus auch humorvolle und gute Weise Gottes Segen empfangen. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden und führe uns immer mehr zusammen zur Eintracht und zur Geschwisterlichkeit. Und segne uns alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.